Hallo, Baby Jason. Nackige Katze. Ist es gemütlich da oben? Ich ziehe dich jetzt aber an, weil ich muss jetzt zur Arbeit fahren. Los, Miami. Da bist du. Im Unauf. Oh. Oh, Meckerliese. Die tapfere kleine Maus, die muss heute Morgen schon wieder zum Arzt. Hat sie aber tapfer überstanden. Am Donnerstag müssen wir schon wieder zum Arzt. Naja. Und ich fahre jetzt zur Arbeit. Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier jede Menge Chaos angesagt. Vor allen Dingen, ich habe die letzten Tage schon einiges abgefilmt, aber es ist noch sehr viel übrig geblieben. Deswegen, die Drehsession geht weiter. Allerdings muss ich heute und morgen jeweils bis 20 Uhr arbeiten. Deswegen werde ich erst ab Mittwoch wieder anfangen zu drehen. Und dann werde ich auch mein Bild hier abhängen. Ich habe ja diese Schuhe hier und ich habe diese Bilderrahmen mir gekauft, die kann ich euch gerade mal zeigen. Und zwar, die sind von IKEA, die sind nämlich gerade reduziert von, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben sie normalerweise 6,95 oder sowas gekostet. Ich mach mal gerade Licht an. Und jetzt kosten sie 4,95 und diese, das habe ich euch glaube ich schon auf Snapchat gezeigt. Diese Sprüche hier mit diesem Rose Gold finde ich halt richtig schön. Das möchte ich an die Wand hängen. Und die gibt es übrigens auf oder nicht oder doch. Und da möchte ich zweimal Sprüche aufhängen, links und rechts. Und in die Mitte dieses Hashtag und Ad-Zeichen mit meinem Profilfoto, was ich jetzt schon seit über einem Jahr überall habe, wo auch Amanda MR Fashion steht. Das ist einfach, ja, ich finde es einfach schön. Und so als, nicht als Andenken, aber es hat einfach in einem Jahr ist da schon sehr, sehr viel passiert. Und ich finde das sehr, sehr schön. Und deswegen möchte ich diese Sachen aufhängen. Und auch diese Sprüche hier finde ich richtig schön. Ich habe mir übrigens, oder beziehungsweise habe ich euch in meinem neuen Beauty Haul gezeigt, diese drei neuen High-End Foundations geholt. Also ich habe jetzt sehr, sehr viele Nachrichten dazu bekommen, dass ich mal so eine Review dazu machen soll, also welche meine liebste ist. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt diese drei High-End Foundations, beziehungsweise vielleicht nehme ich auch noch mal eine von MAC mit dazu oder auch noch die hier, diese Makeup Forever HD Foundation, weil die ist ja eigentlich auch sehr, sehr gehypt und vielleicht noch irgendeine von MAC, mal gucken. Und tu die irgendwie so vergleichen mit den ganzen Foundations aus der Drogerie. Hier zum Beispiel von L'Oreal und von Maybelline und so weiter und so fort. Ich habe hier auch noch welche von Rimmel, Catrice und so weiter. Einfach so ein Vergleichsvideo, was sich irgendwie eher lohnt, ob man die vielleicht sogar mit den High-End-Foundations vergleichen kann. Keine Ahnung, hättet ihr darauf Lust? Also sagt mir gerne mal Bescheid in den Kommentaren, dann werde ich es gerne für euch abdrehen. So, ich laufe jetzt gerade nach Hause, habe endlich Feierabend. Ich bin so froh, ich bin echt kaputt heute, weil ich habe heute früh 2 Stunden gearbeitet. Dann bin ich mit der Miami ja beim Tierarzt gewesen. Es hat ewig gedauert. Ich habe alleine 1 Stunde 20 Minuten gewartet, bis ich überhaupt dran gekommen bin. Und dann habe ich weitergearbeitet und dann bin ich im Prinzip direkt noch zum Nebenjob gefahren bis jetzt 20 Uhr. Also, ich bin echt fertig. Ich wollte eigentlich nämlich noch ins Solarium gehen, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen Sport machen. Ich habe extra meine Sporttasche mitgenommen gehabt, aber ich bin echt kaputt. Ich will mich einfach nur noch auf die Couch hinlegen, weil morgen wird im Prinzip der gleiche Tag stattfinden, außer zum Arzt zu gehen. Aber trotzdem, dass ich beide Jobs morgen habe. Und deswegen dachte ich mir, okay, nee, ab Mittwoch mache ich dann wieder. Irgendwie gehe ich mal ins Studio oder so, weil genau heute in 2 Wochen ist es ja soweit, dass meine Schwester und ich nach Abu Dhabi fliegen. Und ich freue mich so sehr, aber bis dahin will ich noch mal so ein bisschen Sport machen, noch mal ein bisschen fitter werden und ja. So, und was wir noch machen wollen, wir hatten uns ja mal vor, das habe ich euch auf Snapchat gezeigt, vor einem Monat ungefähr. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. So. Hallo Mäuse. Meine, meine Maus? Miau, ja. Wo bist Jason? Wo bist du? Jason? Ah, da hinten bist du. ja, vor ungefähr einem Monat hatten wir uns nämlich mal so Wimpern drauf gemacht, also welche, die dann halt immer eher so ex, also Einzelwimpern uns aufgeklebt von Ardell, die dann so ja ein paar Tage eigentlich nur gehalten haben. Aber ich hätte halt gerne welche, die dauerhaft halten, wirklich so für 2, 3 Wochen. Und gerade jetzt für den Urlaub wäre es halt so perfekt, weil dort wird es halt zwischen ungefähr 45 Grad sein, wenn wir dort sind. Und deswegen wäre es halt echt cool, weil man sich ja dort nicht wirklich schminkt, also ich zumindest nicht, wäre es halt echt cool, wenn man so, ja,
die Wimpern hat, dann sieht man halt immer so ein bisschen fresher aus und genau, deswegen wollen wir das jetzt noch die Tage auf jeden Fall machen, bevor wir dann fahren, dass wir uns schon mal ein bisschen dran gewöhnen können einfach. Deswegen, da schaue ich jetzt gleich nochmal nach so ein paar Adressen und ja, ansonsten wird heute nicht mehr viel passieren, deswegen werde ich mich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr melden. Ach, das ist noch voll ungewohnt mit dieser Kamera. Ich habe die ja mir jetzt neu geholt. Ich hatte ja erst aus Amazon die Canon Legria Mini bestellt, genau. Und ich dachte, das wäre die Mini X. Und die kam in weiß hier an. Die habe ich euch, glaube ich, auch auf Snapchat gezeigt. Ja. Und die war dann kaputt. Das hat mich so aufgeregt, wirklich. Also die war kaputt, die ging nicht mehr an. Ich habe schon alle Akkus geladen gehabt und wollte dann anfangen schon so zu filmen. Und dann war die kaputt. Und ich habe mir schon gedacht, so mein Gott, das kann doch nicht sein. Warum passiert immer mir sowas, dass wirklich solche teuren Sachen dann kaputt sind? Und wollte dann eine neue bestellen. Aber die waren dann auf einmal viel, viel teurer alle. Und ich habe mich so aufgeregt. Und dann... Es ist schon wieder so, ja, dieser Satz, everything happens for a reason, weil ich wollte unbedingt die Legria Mini X haben, aber ich hatte die Legria Mini geliefert bekommen und nicht die X, und die X ist ja die neuere. Also, Gott sei Dank, sozusagen, war die kaputt gewesen, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich niemals gemerkt, dass ich die Mini nur bekommen habe und nicht die Mini X. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich mich damit halt noch nicht so gut auskannte. Und im Nachhinein habe ich dann halt gemerkt, so okay, das war die falsche Kamera eh, und deswegen, dann habe ich jetzt die richtige Kamera gekauft und bekommen. Allerdings gibt es diese X in weiß nicht, deswegen habe ich die jetzt leider gerade in schwarz. Ich fand die weiße irgendwie hübscher und irgendwie so ein bisschen kompakter als die hier jetzt, aber naja, was soll's. Ich muss mich nur noch gewöhnen, nicht in Bildschirm oben zu gucken, sondern wirklich in die Kamera rein, weil es ist immer was anderes, als jetzt mit der richtigen Kamera von Weitem zu filmen. Naja, ich werde mich schon dran gewöhnen. Ich habe die mir ja hauptsächlich jetzt geholt, um ein paar Follow-Me-Rounds zu drehen, jetzt nicht so intensiv, weil das wird sich sonst immer wieder überschneiden mit Snapchat. Aber wenn ich mal ein paar kurze Hauls habe oder jetzt das Rihanna-Konzert ist zum Beispiel am Sonntag, da nehme ich euch mit, dann nach Abu Dhabi. 2 Monate später fliegen wir wieder weg zu meinem Geburtstag, da ist das Ziel, allerdings weiß ich nicht, da hat meine Schwester mich mit meiner Familie sozusagen überrascht. Wir fliegen 2 Wochen weg. Irgendwo, wo es warm ist. Ich habe ja am 1.11. Geburtstag, also irgendwo, wo es um die 30 Grad ist. Aber ich habe keine Ahnung, wohin es geht. Das ist, steht für mich noch in den Sternen. Ich habe es nur gesagt bekommen, weil ich bis dorthin sparen soll, dass ich genug Taschengeld habe. Anscheinend ist es irgendwie ein toller Urlaubsziel. Also Hotel und Flug werden mir sozusagen geschenkt zu meinem Geburtstag, aber dass ich halt schon mal ein bisschen sparen kann. Deswegen wurde mir das schon gesagt. Und ja, oh Maus, genau. Und da werde ich euch natürlich dann auch mitnehmen. Und grundsätzlich, wenn halt irgendwie was Interessantes passiert, deswegen dachte ich mir, ich hätte halt voll gern mal so eine richtige Follow-Me-Round-Kamera, weil ich habe ja immer mit meinem Handy gefilmt und es war dann immer voll ätzend, weil wenn man mit dem Handy durch die Gegend läuft und mit dem Handy spricht, auch bei Snapchat, die Leute gucken einen echt immer an, so nach dem Motto, selbst verliebt, ich fotografiere mich oder filme mich die ganze Zeit selber oder quatsch mit mir selber. Die Leute haben das irgendwie noch nicht so richtig gecheckt in Deutschland. Wenn man in Amerika damit rumläuft, dann juckt es irgendwie niemanden, komischerweise. Und wenn man dann so eine Kamera in der Hand hat, dann ist es nochmal was anderes, wie man mit dem Handy das macht. Deswegen. Und grundsätzlich auch wegen diesem Fischauge. Ich finde es halt schön, wenn man wirklich so einen Weitwinkel hat, wo man dann halt alles sieht und nicht nur so eine Kleinigkeit. Ich finde das echt mega. Ich freue mich wirklich auf die Aufnahmen, gerade in Abu Dhabi. Das wird bestimmt mega. Also ich freue mich extrem. Ich hoffe, dass ich euch da schöne Follow-Me-Rounds dann liefern kann. Und ja, das war's erstmal zu heute. Und ich würde sagen, ich melde mich dann morgen, wenn es was Interessantes gibt. Wie gesagt, ich werde morgen wieder meinen Hauptjob und meinen Nebenjob haben. Ich glaube, da wird es nicht wirklich was Interessantes geben. Aber die Tage darauf, also zur Wimpernverlängerung und so weiter, werde ich euch dann wieder mitnehmen. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss! So, ich habe mich heute bei euch gar nicht gemeldet, weil es einfach nichts gab. Ich habe heute Morgen gearbeitet, nachmittags bin ich dann zum Nebenjob, habe geduscht und habe mich jetzt hingesetzt und habe die ganze Zeit meinen DM-Haul geschnitten. Den ersten Teil, der speichert hier unten gerade ab. Dann werde ich mich an den zweiten Teil setzen. Es werden wahrscheinlich ganze 3 Teile vom DM-Haul kommen, weil ich einfach mit 2 Teilen nicht hinkomme. Es ist einfach viel zu viel Material. Ich wollte euch nur kurz zeigen, Colourpop hat es endlich mal hinbekommen. Die haben ja in alle möglichen Länder geschickt, nur nicht nach Deutschland. Und die haben es jetzt endlich mal hinbekommen, dass man auch ja, aus Deutschland bestellen kann. Bin jetzt echt mal gespannt. Ich werde mich mal durch die Seite durchkämpfen und mal schauen, was ich da alles so ergattern kann. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch. Ich schaue mir gerade mein Video an, was ich gestern Abend geschnitten habe, weil es war echt spät und ich hoffe, dass da keine Fehler drin sind, gerade mit den Preisen. Und ich habe meine Katzen gerade mal rausgelassen. Hallo, Baby Jason.
Und wo ist die Miami? Wo ist Miami? Hm? Sag mal hallo. Ja, keine Ahnung, wo die Maus ist, aber ja, ich mache jetzt hier mal weiter. Heute mal ein bisschen aufräumen und putzen und meine Videos zu Ende machen, ein bisschen Sport gehen und ja, weil ich heute tatsächlich nur meinen Hauptjob machen muss und nicht meinen Nebenjob, deswegen. Ich hoffe, dass das jetzt alles gut geht, dann kann ich das nämlich gleich online stellen. Okay, mal ganz im Ernst, wir haben Juli, es gewittert, es blitzt, es regnet schon wieder, ich verstehe das alles nicht. Bin so froh, dass ich wegfliege. Naja. So, jetzt beseitige ich mal dieses Chaos. Schaut euch mal bitte meine Küche an. Das ist eine Katastrophe einfach. Ich habe so riesengroße Salate gemacht gehabt und deswegen steht das alles noch hier. Und ganz viele Gläser. Ich trinke eigentlich immer aus der Flasche, aber ich hatte vor ungefähr 2-3 Jahren mal eine Sonnenallergie plötzlich gehabt. Also keine richtige Sonnenallergie, sondern einfach so eine Reaktion. Das war im Kroatienurlaub. Und da habe ich einfach wirklich einen sehr, sehr krassen Ausschlag, eine Sonnenallergie einfach im Gesicht und Dekolleté bekommen. Und das Jahr darauf habe ich das hier 2 Wochen lang getrunken, so als Calciumkur, extra für die Sonne. Also ihr seht ja, es extra für die Sonne gemacht, dass die Haut sich darauf vorbereitet. Und bin dann nach Spanien geflogen und da war gar nichts. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Und dadurch, dass ich ja jetzt wieder in eine starke Sonne fliege, nach Abu Dhabi, habe ich gedacht, ich mache das vorsichtshalber mal wieder und jetzt trinke ich das schon seit 3 Tagen und ich hoffe, dass es wieder helfen wird und ja, das finde ich echt, echt gut, kann ich nur empfehlen und ich beseitige jetzt mal dieses Chaos hier. So, der Postbote hat gerade noch geklingelt, ein ominöses Paket ist gekommen, ich habe keine Ahnung, das letzte Mal, als so ein Paket angekommen ist, war das von Shein, aber eigentlich habe ich ja jetzt schon ein Paket bekommen vor ungefähr einer Woche, also ich weiß jetzt nicht, ob die das sind, ich mache es gerade mal auf. Okay, es ist wirklich Shein, da sind noch ein paar Sachen nachgeliefert worden anscheinend. Also ich habe ja noch das erste Paket, ich werde euch das auf jeden Fall alles angezogen in einem Haul zeigen, weil es sind echt richtig schöne Teile und für wenig Geld, aber ich möchte euch gerne angezogen zeigen, weil das sieht ganz anders aus, als wenn man sie dann so halt einfach nur, ja, zeigen würde. Es hat übrigens aufgehört zu regnen und jetzt ist gerade schon wieder Sonnenschein draußen. Ich verstehe nicht, was mit diesem Wetter in Deutschland los ist. Na Jason? Bobby? Hallo Katja, chillst du hier? Ich hoffe, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird. Ich wollte nämlich einkaufen gehen und einkaufen beim Regen ist irgendwie scheiße. So, ich hatte ja diesen Quinoa-Cup mir gekauft im DM. Das habe ich euch auch im letzten DM-Haul vorgestellt. Das ist jetzt praktisch Quinoa, was man in Glas machen soll, in Becher. Ich habe jetzt hier eine Schüssel gemacht. Und man soll dann heißes Wasser drüber geben. Steht hinten drauf, wie viel genau. Und 5 Minuten ziehen lassen und dann hätte man hier so einen schönen Quinoa-Salat. Bin ich echt richtig gespannt. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt hier die Geschmacksrichtung mexikanisch. Und ja, da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, wie das dann am Ende schmeckt. Ich werde da dann noch so ein bisschen Tomaten und Gurken reinschneiden, mir so einen richtigen Salat draus machen. Ja, bin sehr, sehr gespannt. Lecker, lecker. Ich habe jetzt hier schon Wasser gekocht. 120 Milliliter soll man da reinmachen. Sehr schwer abzuschätzen. So, ich hoffe, das langt auch. Jetzt die Kamera beschlagen. So, ich habe das Ganze jetzt aufquellen lassen und es schmeckt mega lecker. Ich habe es jetzt extra mal probiert, ohne dass ich jetzt irgendwas dazugegeben habe. Ich werde jetzt aber noch ein bisschen Gurke und ein paar Cherry-Tomaten klein schnipseln und hier reintun. Sehr, sehr lecker. Also kann ich nur empfehlen, hier wie gesagt beim DM. Sehr genial, werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und dazu werde ich noch das hier trinken, einen Smoothie vom Rewe. Da ist Apfel, Ananas und Spinat drin und ja, bin ich auch gespannt, wie der schmeckt. Ich muss gerade noch mal sagen, ich habe ja gerade gedacht, als ich fertig gemacht habe, boah, es ist eine kleine Portion, ob ich davon satt werde. Pustekuchen, ich kann nicht mehr. Das stopft so, 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 so sehr. Das ist eine richtig gute Portion. Nicht abschrecken lassen davon, dass es am Anfang so wenig aussieht. Das macht echt richtig, richtig satt. Ja, und ich schaue in meiner Mittagspause hier noch YouTube-Videos gerade, die Hatice Schmidt mit ihren Monatsfavoriten und schneide dann selber mal mein eigenes Video weiter.